Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalanalyse auf meinem Channel Kais Analysen. Ja, und heute gucken wir uns einen ganz besonderen YouTuber an oder eine ganz besondere YouTuberin. Und zwar ist es die Tata Untara. Es ist ein Mädchen, weil hier, wenn man hier schon sieht, da wird ein Mädchen irgendwie was machen für uns. Und wenn man hier runter scrollt, ist das Unfassbare da. So schminkt man sich richtig. Das gucken wir uns auf jeden Fall als erstes an, würde ich mal sagen. Hallo, ich bin Tata, so heiße ich. Und ich möchte euch heute zeigen. Okay, sofort Augenkrebs, Ohrenkrebs. Was für eine behinderte Quali liefert ihr uns denn? Mit 3600 Abonnenten könnte man sich doch schon richtig gutes Equipment leisten. Also man verdient ja richtig viel YouTube-Money, würde ich mal sagen schon. Mann, ey. Kid, ey. Was geht bei dir im Kopf vor? Wie man richtig schminkt. Also, wie soll ich jetzt sagen? Man muss sich als Elfjährige ja schon richtig schminken können. Ey, mit 11 Jahren sich schon schminken. Was geht bei dir im Kopf vor, ne? Mit 11 Jahren siehst du ja auch ganz gut aus, ne? Und dann kommt mit 14, 15 die echte Pickelfresse zum Vorschein und dann musst du dich auch mal schminken. Aber was das jetzt so, das bringt nichts. Warum? Mit 11 Jahren musst du dich nicht schminken können. Nein, garantiert nicht. Genau das mache ich heute mit euch. Gehe die einzelnen Schritte durch. Für eine perfekte Mascara und so. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Okay, meine Ohren sind schon zerdeppert worden wegen der... Alter, was für eine Tusse, ey. Alter, schminken, aber... Wir gucken uns das jetzt einfach weiter an. Also, sorry, wenn ich hier einfach so reinplatziere, aber... Ganz ehrlich, ich muss meinen Kommentar dazu loswerden. Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt fangen wir schon gleich mal an. Also, erstmal holt die Wimperntusche auf. Warte kurz. Am besten ist es diese hier. Die macht ganz schön lang alles. Also guckt her, macht sie erst auf. Am besten ihr streicht es dann ab. Macht mal ein bisschen. Aber das war's aber mal fein, meine liebe Tatjana, wie auch immer du heißt. Sei dir eins gesagt, hör auf mit Beauty-Videos und kauf dir eine anständige Kamera, einfach eine richtig hochprofessionelle, weil mit deren Abonnenten kannst du jetzt schon echt was einiges leisten. Also, da bin ich ja noch nichts, kann man sagen. Nee. Aber bitte hör auf, Schminkvideos zu machen. Das ist einfach nur grausam, dir zu hören. Ja. Yep. Schauen wir uns einfach mal das nächste an. Ich präsentiere euch heute ein paar Dinge, die du nicht machen solltest. Yep. Erste, was man nicht tun sollte, ist eine Analyse über dich zu erstellen. Das habe ich schon irgendwie gelernt, muss ich sagen, Tatjana. Das musst du mir jetzt nicht nochmal im Video sagen. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Wenn du in der Schule bist und so. Okay. Und wenn du dich über dein Zeugnis beschwerst. Also richtig so, wie soll ich das sagen? So. Ach Mensch, sie haben mir eine 5 in Mathe gegeben, eine 6 in Englisch und eine 6 in Physik. Da haben sie ja mal einen scheiß Job gemacht. Ach so, einen Job hast du gemacht, verstehe. Ich weiß genau, oh, sie haben einen scheiß Job gemacht. Oh. Kai denkt jetzt nichts Zweideutiges. Nein, so alt bin ich nicht mehr, meine Lieben. Nein. In diesem Alter bin ich schon längst raus. Ach ja, lass uns einfach mal weiter hören. Weil ich glaube, da kriegt ihr ganz schön Ärger. Und ich denke mir, dass ich auch nicht.
Lala, 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 bist du scheiße. Ganz ehrlich, du musst doch nicht irgendwie sagen, ich hab da eine 5 geschrieben, ich hab da eine 5 geschrieben oder so. Das interessiert doch keiner auf YouTube, Mann. Meine Güte, raff's doch endlich. Und dann, auf keinen Fall so richtig nur Blattkritzel. Also in der Schule, auch wenn ihr cool seid, so wie ich. Jo, du bist echt cool, das musste man dir mal lassen. Also das musste dir mal gesagt sein. Ganz ehrlich, ey, wer kritzelt bitte schon auf ein Blatt rum? Ja, die Lehrer mögen das nicht, wenn du aufs Blatt rumkritzelt und so. Ey, das macht doch jeder, mein Gott. Also halt dich doch einfach da raus aus dieser ganzen Schulsache. Jeder darf machen, was er will, mein Gott. Ne? Und ich habe das auch früher getan, ne? Weil es ist ja nicht so, dass man die Aufgaben bearbeiten muss, sondern halt auf dem Blattrand rumkritzeln muss und so. Ne? Das ist ja selbstverständlich, mein Lieber. Ganz ehrlich. Batterie ist jetzt schon ein bisschen leer. Und danach könnt ihr sie wieder auffüllen, die Batterie. Wäre auch nicht zu hart. Und wenn ihr gute Noten habt, dann sage ich euch, es ist gut, echt gut. Weil, ja, dann habt ihr mal Chance auf einen guten Job und so. Und ich sage euch, eine 3 ist sehr gut. Okay, Tatjana spricht also von sich selber. Das hätte man eigentlich schon gleich denken können. Nee, ohne Spaß, Alter. Was mich so derbe abfuckt die ganze Zeit, ist das irgendwie, dass sie mit ihren Finger ans Mikrofon hin und her rubbelt. Rubbelt, die versteht. Hust. Ja, als ganz ehrlich, das tut doch voll in den Ohren weh, die ganze Zeit irgendwie. Und vor allem, wie leise sie spricht, ne? Ich glaube, die bedeckt halb mir Mikrofon, sodass man fast gar nichts versteht, ne? Geh dich erhängen. Ich laufe jetzt erstmal in die nächstgelegene Wand rein und versuche sie zu zerbrechen. Hör auf mit YouTube. Mach dir erstmal einen YouTube-Banner, mach dir erstmal ein YouTube-Profilbild rein. Dann sieht das Ganze schon besser aus, aber wie man hier schon sieht, hör auf, irgendwas vom Fernseher auch aufzunehmen, weil, nee, also da, das könnte schon echt ein bisschen gefährlich werden für dich sonst, ne? Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein, euer Kai von Kais Analysen.